Deshalb finde ich Windows 10 oder allgemein Microsoft-Produkte sehr cool. Hier sieht man es leider nicht, aber irgendwo gibt es eine Anleitung, die innerhalb von 5 Schritten beschreibt, wie simpel es ist, Windows-USB-Treiber zu installieren bzw. ADB-Tools auszuführen, während es auf Windows 10, 8, 7 zwischen 5 bis 8 Schritte benötigt. Und selbst dann scheitert man daran. Man muss nun dazu sagen, dass ich nicht sehr viel Erfahrung habe in Linux und macOS, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es glatter über die Bühne geht diesbezüglich. Das ist das Erste, was mich stört. Das Zweite, was mich stört, ist, Windows zwingt einem Updates auf. Ironischerweise in den letzten 2 Wochen bekomme ich auch noch Fehler, dass ich meine Updates nicht installieren kann. Also einerseits zwingt es mir Updates auf und frisst dabei Ressourcen, andererseits kann es die Updates dann nicht installieren und heult dann rum, dass es die nicht installieren kann. Weshalb es dann wiederum Ressourcen benötigt, um das Update zu installieren. Weshalb es wieder Ressourcen benötigt, um mir die Fehlermeldung zu geben, dass es das nicht installieren kann. Und so geht es ewig weiter. Und dann kommen wir noch zu dem ersten Punkt, was auch der dritte Punkt ist. Wir müssen dann im Gerätemanager selbst Legacy-Hardware hinzufügen. Und das kann sehr schmerzhaft werden. Weil hier darf man dann rumraten und rumprobieren, welche Treiber man wie, wo, wann installieren kann. Und dann muss man noch Umgebungsvariablen hinzufügen und den ADB-Umgebungsvariablen-Path bestimmen, damit man im CND es dann zuweisen kann, dass man sein Gerät flashen möchte. Und deshalb ist es sehr schmerzhaft, zumindest unter Windows 10 das einzurichten. Ich weiß, nach mehreren Stunden habe ich es mal aus Versehen hinbekommen. Aber danach habe ich es aus Versehen auch wieder zerstört und alle Anleitungen widersprechen sich und ich kriege einfach nur diffuse Fehlercodes, die auch weiterhin auf weitere Fehlercodes dann hier stoßen und so geht es ins Unendliche. Und so ist es nicht möglich, unter normalen Umständen sein Smartphone zu flashen, was Windows sehr... Also